Ein herzliches Hallo und willkommen zurück hier zu Witcher 3. Und jetzt ist hier in dieser nicht trostlosen, diesen wunderbaren Ort geblieben. Wenn ich groß bin, werde ich ein Junge. Ja, viel Spaß. Würdest du bitte? Danke. Wir können die Hoffnung nicht aufgeben. Doch, könnt ihr. Alle Hoffnung ist verloren. Und ich klaue hier noch die letzten Waren. Hexenjäger. Oh. Wie nix ne Hexer, ich nix wissen, was ihr wolle. Du hast einen Ruf. Das bedeutet weniger Hunger für dich. Ja, und so. Zur Not können wir uns das Essen auch erschlagen. Billiger gibt's nirgends welche. Hast du Interesse an einem Passierschein? Hier gibt es die billigsten. Was sind die? Über was für Passierscheine reden wir hier? Das weißt du nicht. Die Redanier halten alle Pforten über den Panta. Ohne Passierschein kommt keiner durch. Aber du hast Glück. Ich habe noch ein paar zu verkaufen. Was? Dafür könnte ich mich als Radovid verkleiden und eine vergoldete Kutsche kaufen. Was soll ich machen, wenn du es dir nicht leisten kannst? Geht das nicht billiger? Nein, danke. Hey, halt mal. Ich hätte vielleicht etwas Arbeit für dich. Wenn du die gut machst, gehe ich mit dem Preis runter. Was für Arbeit? Was für Arbeit? In der Nähe, ein Stück im Südosten, hat mein Schwager sein Geschäft. Er reinigt mit seinen Leuten die Schlachtfelder. Leider hat er dauernd Ärger mit diesem Geschmeiß. Du weißt schon, Monster, die von Leichen angezogen werden. Beschütz ihn. Dann kriegst du einen hübschen Rabatt. Hä? Nein, lieber zahle ich. Taschenstufe 1. Na gut. Mal sehen, was ich tun kann. Ich war verwirrt. Man hätte ihn jetzt auch noch betürzen können. Um weniger zu zahlen. Hier ist wieder nichts. Wenn ich irgendwas mehr sehe, tut es mir leid. Können wir über alles reden. Da oben sind was. Priester. Oder Wache. Ich behalte dich im Auge. Viel Spaß. Ach mal, sind das nicht die, die den netten Herrn so abgeschlachtet haben? Nun, Hexer. Hast du deine Aufgabe erfüllt? Warum hat noch niemand die Leichen verbrannt? Warum kümmert ihr Priester euch erst jetzt um die Gefallenen? Die Lebenden sind die vornehmste Pflicht der Kirche des ewigen Feuers. Du machst dir keine Vorstellung von der Arbeit, die wir direkt nach der Schlacht geleistet haben. Die Verwundeten brauchten Hilfe, die Flüchtlinge geistlichen Zuspruch. Messen mussten gelesen, Spenden eingesammelt werden. Das freut mich zu hören. Was hätten die Leute nur ohne euch getan? wir haben uns drum gekümmert. Ich habe mich um die Gräber gekümmert. Sehr interessant. Eine der Leichen war noch lebendig und sehr gesprächig. Wie meinst du das? Einer der Fistelchhändler hat überlebt. Und der hatte eine hochinteressante Geschichte zu erzählen. Ah, faszinierend. Ich würde dir diese Geschichte abkaufen. Für immer. Exklusiv. Ich bin nicht bestechlich. Du kannst mich anheuern, aber todsicher nicht kaufen. Ah, eine Sackgasse. Dann ist es wohl das Billigste, dich zu töten. Drei gegen einen, das schaffen wir. Hexer oder nicht. Auf ihn! Welche Entscheidung? Man ist der Dritte gestorben. Man ist der Dritte gestorben. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich den Tier angerührt habe. Naja, Weltkarte. Da oben können wir noch hingehen. Aber wir haben, glaube ich, eine Quest gekriegt, die in der Nähe ist. Oh, nee, die Hauptquesten, Nebenquesten. Oh.
Ah, da unten. Okay. Gehen wir doch mal dahin. Wenn wir hier noch was schaffen. Währenddessen nehme ich die Blumchen hier mit. Oder renn gegen den Baum. Das kann ich auch gut. So, kurz. Eine Sicht. Ja, mal gucken, ob da oben was drauf ist. Ich mag die Sicht. Die zeigt mir mal an, ob ich irgendwas plündern kann. Hm. Ah ja. Oh. Auf dem Hund springe ich doch irgendwie nicht so schön. Da Hund. Ach guck mal, das ist ein Pferd. Rotes. Ach so. Das ist alles. Ist ja langweilig. Ja, da war was Interessantes. Nee, ein Pferd findest du gar nicht. Ach guck mal, Gule. Hässlicher Bastard. In die Hose gepisst, okay. Hey, du da. Mein Rücken her. Was gibt's? Arbeit für dich. Du siehst mir wie ein Hexer aus, hab ich recht. Was brauchst du? Ich will, dass meine Männer ihre Arbeit unversehrt verrichten können, aber ständig kommen uns diese Leichenfresser in die Quere. Beseitige sie, dann kriegst du was ab. Abgemacht. Ach, makabre Ernte. Ah, die klauen die Leichen. Das ist kein Leichenfresser. Ja, Frage ist... Götter! Ja, ich habe alles unter Kontrolle, Jungs. Was ist los? Na gut, die Clown. Hm, okay. Ob das eine gute, unbedingt gute Quest war, weiß ich jetzt nicht. Da kommt ein Gold. Ey, ich habe die Taste gedrückt. Ich kann keine Ahnung sehen. Ja, renn, renn. Geh, Ralf. Lass das. Kannst du jetzt nicht so wie so kann ich manchmal nicht. Ist das wegen der Fackel? So wegen der Fackel kann ich manchmal nicht zuschlagen oder irgendwas geändert. So, ich glaube wegen der Fackel. Da kommen wieder welche. Würde ich ihn nochmal anvisieren? Danke. Ja, ja. Ah, der hält mir aus hier. Oh, der hat ziemlich viel ausgehalten, natürlich. Hey, auf mein Vitalität weg. Und da ist noch einer.
Mann, ihr halt echt mies. Was? Gute Arbeit, Hexer. Hier ist der Lohn für deine Mühen. So viele schöne Sachen im Eimer. Verdammte Schande. Das ist wohl ein Offizier. Vielleicht hat er mehr. 50 Kronen. Voll. Was ist das? Ein Verb. Ja, ja, die will eh nichts von dir. Ich hab Plätze. Ich will ich nicht. Ich will ich doch eh nicht. Die Götter haben dich geschickt. Ach, du schon wieder. Willst du einen Schein? Ich mach dir einen Sonderpreis. Ich habe ihnen schon geholfen. Und was ist dein Angebot? Ich bin deinem Schwager nämlich schon begegnet. Er und seine Männer können in Frieden arbeiten. Na schön, das ändert alles. Ja. Schon besser. Eine Freude, mit dir Geschäfte zu machen. 2 Erfahrungspunkte, toll. Na los, mach, dass du weiterkommst. Du verscheuchst mir die Kunden. Du auch. Nebenquesten, ja. Können wir immer noch nicht. Finde die Zutaten vom vermissten Transport. Gucken, wo die sind. Scheinen mir, waren ja auch, glaube ich, hier oben. Oh, die waren sogar. Gut, die hätten wir schon machen können. Hier oben ist kein. Keiner, der gehen wir zum Galgen. Und wagen uns nicht mal so weit in andere Gebiete vor. Wenn wir noch rückwirkend noch ganz viele Questen haben. Ihr könntet ja ruhig auch mal schön besseres Wetter haben hier. Ehrlich. Ja, nur mieses Wetter den ganzen Tag. Euer mieses Wetter hier antun. Tag für Tag. Geht mal gar nicht. Ah, das waren wir schon. Das ist ein blödes Pferd. Irgendwas ist in der Blume. Pferd, wo ist die Blume? Mal froh sein, dass ich die nicht umbringen kann. Hätte ich das schon längst gemacht. Wahrscheinlich wieder im Boden gebackt oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, da ist irgendwas. Und da wollen wir. Den nehmen wir mit. Schollkraut. Ich weiß noch mal ein bisschen rohes Fleisch und nehmen die da oben noch mit. Aber was vorhanden ist. Lasst ihn nicht zu Atem kommen! Hey. Wow. Wow. Leute! Solange du noch Beine hast. Nein, die neuen Finish Moves sind gar nicht brutal. Nein, nein, kein bisschen. Ich weiß von nichts. Ich habe nichts gesehen. Gar nichts. Ich hab gar nichts gesehen. Oh, hier gibt's ja viele Blumen. Und da oben gefahren gibt's wieder Gegner. Bildhunde. So. Leider ist es Low Level, geben kaum Erfahrung, aber die machen die Gegend sicherer. Nicht wirklich, aber egal. Wir machen die Welt ökonomischer, weil ja, weniger Tiere bedeutet ja auch weniger CO2, wa? So schwarz. Oh. Wir wollen irgendwo hier unten hin. Da. Ach guck mal, da war sogar. Wo ich war sogar einer, okay. Oh, das ist mies.
Na komm. Hier soll irgendwo ein Schrein sein. Ach, der da. Diesen haben sie auch zerstört. Okay. Dann machen wir noch den letzten. Zack. Der war irgendwo hier unten. Ist aber auch riesig. Ja. Ghule. Und wo Ghule sind, sind Leichen. Okay, kleines Problem. Ihr seid nur ein bisschen sehr hoch, meine Freunde. Mir echt ein bisschen sehr stark hoch. Kann ich hier um euch herum gehen? Hab ja nichts gegen euch, ne? Aber hier sind doch ein bisschen sehr hoch. Level 23, obwohl wir 11 sind, könnte Nebel in. Okay, dann geht er noch. Tschüss, Kopf. Baseball, home run. Was? Junge, hör auf meine Quest zu ändern. Da. Ändert er einfach meine Quest hier. Lass mich genau in die falsche Richtung rennen. Nee, nee, nee. Finde ich ja gar nicht knorke, der. Ah, hier waren wir schon. War das ist ein schöner Tempel. Jupp. Ich glaube, der Geist erinnert sich die auch an uns. Hast dich nur gedacht, ich habe keinen Bock auf den. Ach guck mal, Student. Seid ihr diejenigen, die in Wählen die Schreine zerstören? Was hast du damit zu tun? Was habt ihr damit zu tun? Sie, wir sind Verkündiger des Blitzes und ein schwerer Tropfen aus der Wolke. Dieser Blitz aber heißt Übermensch. Fürchtet ihr den Zorn der Götter nicht? Ich werde das mir nicht mit ansehen. Schluss damit. Aufhören. Wir hören doch nicht auf einen Schwachkopf an der Leine der Religion. Religion ist nur eine Droge für die Massen. Die Götter sind tot. So spricht Meister Friedrich von Ochsenfurt. Die einfachen Leute fürchten die Religion und die Priester, nicht die Götter. Und die Angst hält sie in den Fesseln der Unwissenheit. Wir brauchen eine neue Moral. Oder gar keine Moral mehr. Nein. Diese kleine Vorstellung ist zwar amüsant, aber mir wird langweilig. Verschwindet und kommt nicht wieder. Oder was? Oder ich verpfeife euch bei der Rektorin. Repression! Schnappt euch den Systemlakaien! Wo ich mehr von deiner Art finden kann. Irgendwie fehlt so viele gegen einen. Ey, bitte. Warum bluten die? Na gut, egal. Der Schrein. Ah ne, der Schrein steht noch.
Mehr oder weniger. Zwar ein bisschen angeknackt, aber hey. Damit muss er leben. So. Wie geht's denn jetzt weiter?